dass mir jemand zu diesem Video hier eine Hassbotschaft schickt. Muss ich zwar nicht unbedingt haben, aber immerhin wäre das schon mal eine Reaktion. Denn wenn man einen Kanal hat mit über 2000 Videos und so gut wie keine Klicks, ja, dann muss man halt die nehmen von Leuten, die einem vielleicht nicht wohlgesonnen sind oder vielleicht sogar so ganz und gar überhaupt nicht mögen oder eben hassen. So ganz nebenbei wäre es ehrlich gesagt auch eine kleine Bestätigung für mich, so eine Hassbotschaft, dass ich nicht ganz so falsch liege mit meinen Gedanken und Gedankenspielen. Und mehr ist es ja nicht. Ich spiele nur, ich jongliere nur. Ich habe keine Meinung, weder eine rechte noch eine linke, noch eine in der Mitte. Ich bin dabei, mir eine zu bilden. Das weiß man. Durch Vermutungen, durch unbewiesene Thesen, durch überhaupt nicht recherchierte Fakten oder Fake News, durch wirre Ideen und. Nicht journalistisch, sondern, wie wir längst alle wissen, eine Mischung aus eben Gedankenspielen, absichtlicher Übertreibung, Satire, bitte nichts ernst nehmen im Sinne von journalistische Nachprüfbarkeit, bewiesene Fakten oder Ähnliches. Kunst! Und damit geschützt von künstlerischer Freiheit. Übertreibungen und Provokationen, um eine Diskussion anzuzetteln, anzufeuern, in Schwung zu bringen, damit die Leute, die sich dann angegriffen fühlen, aus ihren Verstecken kommen. Aber gerne zwischendurch auch Leute, die Argumente haben, die ich noch nicht kenne oder hier nicht erwähne oder die mir gerade nicht einfallen. Das ist ja alles improvisiert. Das ist der Gedankenflow, den ich gerade habe. Das ist das, was mein Gehirn mir anbietet, und mehr als dieses kleine, dumme Gehirn habe ich nicht. Wenn du denkst, der denkt aber ganz anders als ich, ja hallo, wie soll ich so denken können wie du, wenn ich nicht annähernd dein Gehirn habe und nicht annähernd ähnliche Informationen, ähnliche Daten und auch nicht annähernd das identische Talent, diese Daten sinnvoll im Ursache-Wirkungsprinzip miteinander zu verknüpfen, sodass am Ende etwas Überlegenswertes herauskommt. Oder zumindest, das wäre ja schon für mich ganz toll, dass ich dich anregen kann, nachzudenken. Nachzugrübeln, was du zum Thema weißt, beitragen kannst. Was, wovon ich vielleicht noch nie gehört habe oder was ich nicht in meine Meinungsbildung habe einfließen lassen oder nicht genügend, nicht mit der richtigen Wertung. Vielleicht hast du Gedanken, die ich auch habe, aber denen ich zu wenig Bedeutung
gebe. Nun ist es so, und Achtung, jetzt wird es dann schon heiß. Weil meine These ist, ein Teil der Menschen, Ausnahmen bestätigen die Regel, wenn du also dich hier falsch interpretiert siehst, dann musst du einfach nur darüber nachdenken, ob du so eine Ausnahme bist oder ob die These, die ich gerade versuche, ein bisschen zu studieren, zu erforschen, zu der ich noch keine eigene Position habe, weder Begeisterung noch Ablehnung, ob nach deiner Einschätzung einfach schon diese These grundfalsch sein muss? Wenn ja, warum? Welche Argumente sprechen dagegen? Die These wäre, ein Großteil rechten Gedankenguts basiert nicht aufgrund rationalen Denkens, bewussten Denkens. Auch nicht auf dafür recherchiertes Wissen, zum Beispiel historisches Wissen, politisches Wissen, philosophisches Wissen und. Also nicht über die Voraussetzungen, die der sogenannte gebildete Mensch oder intellektuelle Mensch gerne hätte. Der sich ja auch oft genug verrennt oder irrt, was nicht automatisch natürlich den Schluss nahelegt, dann glauben wir keinem Intellekten mehr, keinem Gebildeten mehr, keinem Doktor mehr, keinem Professor mehr, keinem Fachmann mehr, sondern wir glauben einfach nur noch dem, dem wir glauben wollen oder der, der uns nach unserem Geschmack redet. Wir hinterfragen nicht mehr, sondern wir suchen uns den raus, der uns bestätigt, weil ja eigentlich genau genommen jede Person selbst für sich der größte Denker ist, das Genie ist, der Kluge ist, ohne zu hinterfragen, was für Kompetenzen habe ich? Habe ich eine besondere Kompetenz, Fachkompetenz zu dem Thema, das gerade diskutiert wird? Habe ich besonders gute und vor allen Dingen sichere, glaubhafte, auf Glaubwürdigkeit nachgeprüfte Informationen? Oder verlasse ich mich auf meine Eingebung? Mir war das immer so, meine Eingebungen waren erstens so minimal und zweitens so grottenschlecht, dass sehr schnell klar war, das brauche ich gar nicht äußern. Wenn ich das äußere, blamier ich mich bis auf die Knochen. Und wenn ich dann über irgendetwas nachgedacht habe und mir Informationen verschafft habe, dann war es immer sehr schnell so, dass ich zu Überzeugungen gekommen bin, die überhaupt nicht massenkompatibel waren. Wo
wo die Frage immer sofort war, ja, wenn das wirklich so ist, es klingt ja plausibel, aber warum denkt die Mehrheit genau im Gegenteil? Also für die Mehrheit ist es selbstverständlich, dass wir Besitz haben. Wie komme ich auf diese völlig verrückte Idee zu sagen, das brauche ich eigentlich nicht? Wir könnten uns darauf einigen, dass alles allen gehört und dann kommt der Prozess, der immer kommen muss, auf diese Welt, wo mehrere Menschen aufeinandertreffen. Wenn man sich um irgendetwas streitet, dann muss man den Streit schlichten, dann muss man miteinander reden. Und dann muss man einen Kompromiss finden. Und wenn man den Kompromiss nicht findet, weil jeder auf seiner Position beharrt, dann ist es ganz gut, einen möglichst neutralen Menschen zu finden, der das dann letztendlich entscheidet. Mediation oder wie immer dieses neumodische Wort dafür heißt. Man muss also miteinander sprechen. Und das ist eigentlich der einzige Unterschied, den ich mache, wenn es darum geht, mit welchen Menschen bin ich gern zusammen und welche meide ich lieber. Also ich mache keine Wertung. Für mich sind alle Menschen gleich. Ich schätze meine Kinder genauso ohne Privileg, ohne Bevorzugung ein, wie irgendeinen Schwerkriminellen, der in einer Gefängniszelle sitzt. Also so schräg bin ich tatsächlich drauf. Und da sind wir schon beim Thema. Wie funktioniert das denn? Es kann überhaupt nur funktionieren, wenn man die Emotionen, die ich übrigens habe, ich liebe meine Kinder ohne Ende, und es gibt auch ansonsten noch ein paar Menschen, die ich liebe, aber wenn es darum geht, so etwas wie Bewertungen zu treffen, dann bleiben die Bevorzugungen durch diese Gefühle, durch diese Liebe außen vor. Die zählen nicht. Das ist ein ganz brutaler Vorgang. Den muss man erst mal drauf haben. Und sich dann natürlich nachsagen lassen, du kannst gar nicht lieben, sonst könntest du das nicht. Doch, ich kann. Mag der Psychologe das als pathologisch, also als krank ansehen? Ich kann. Und was pathologisch und krank ist, auch darüber könnte man ja ohne Ende diskutieren. Das ist immer vom Menschen festgelegt, wiederum nach eigenen Gesichtspunkten, nach eigenen Prägungen, nach eigener Sozialisation. Und da ist auch schon immer wieder gleich die Frage, inwieweit kann der Mensch, der das bestimmt oder festlegt oder glaubt, es bestimmen zu dürfen, sich trennen von dem, was ihm seine Emotionen sagen, von dem, was in seinem Gehirn an Emotionen gespeichert ist, oder an Sozialisationsgeschichten, die ihm gar nicht so bewusst sind, die da einfach rumliegen und die er noch gar nicht überdacht hat, noch nicht kritisch überprüft hat. Also, wenn ich einen Menschen treffe, wo meine dumpfbackigsten Erinnerungen an mein Leben in meiner Jugend, an die Erziehung, die ich dort genossen habe,
wenn die mir automatisch sagen, da gibt es Dumme und die darf man dann auch beleidigen und da gibt es Schlaue, die darf man in den Himmel heben, dann ist mein Verstand immer in der Lage zu sagen, nein, das ist schäbig. Das ist ohne Ende schäbig, weil es ist eigentlich eher, wenn überhaupt, wenn man das unbedingt braucht, mit diesem Loben und mit diesem Beleidigen, wenn man das unbedingt braucht, dann sollte man eher sagen, du hast gute Gaben, du hast gute Startbedingungen gehabt, du warst bevorzugt vom Schicksal, du warst privilegiert. Und was hast du daraus gemacht? Viel zu wenig. Du bist besser als der, der benachteiligt war, aber es ist zu wenig. Und ich kann genauso gut zu jemandem, der benachteiligt ist, sagen, also dafür, dass du so benachteiligt wurdest an allen Ecken und Enden, hast du wirklich was Tolles draus gemacht. So vielleicht wäre es sinnvoller, wenn man immer unbedingt diese Wertungen braucht. Es sind natürlich Wertungen, die unsere Gesellschaft so, wie sie besteht, real existiert, sehr gerne hernimmt, weil nur über dieses System funktioniert auch das System, macht den einen zum Chef und den anderen zum Sklaven. Macht den einen zum Milliardär und den anderen zum Obdachlosen. Weil der nämlich nicht einmal als Sklave mehr taugt. Also diese ganzen Wertungen, das muss man erstmal verdauen, denke ich, mache ich nicht. Und immer dann, wenn mein Unterbewusstsein oder meine Emotionen mit mir durchgehen und meine Gedanken Dummheiten diktieren, dann produziere ich da Gedanken, die nicht meine sind, die ich nicht haben will, über die ich mich dann ärgere, wenn ich mir bewusst werde, dass ich gerade solche Gedanken habe. Manchmal äußere ich die schon, bevor ich kritisch einschreiten kann, weil die Abteilung in meinem Gehirn, die kritisch einschreiten könnte oder kann und das auch tut, und zwar sehr intensiv tut, die braucht immer ein bisschen. Und das liegt in der Natur der Sache. Das Unterbewusstsein, das Unbewusste, die Reflexe, all diese Dinge sind einfach viel schneller als die Abteilung bewusst überlegen. Auch die Gefühle sind viel, viel schneller. Das ist überlebenswichtig. Es ist überlebenswichtig für mich, eine Gefahr möglichst schnell zu erkennen, damit ich etwas dagegen tun kann, damit ich mich in Sicherheit bringen kann. Oft reicht die Zeit zum Überlegen nicht mehr. Wenn ich über die Straße gehe, unaufmerksam und im letzten Moment das Auto herannahen sehe, dann kann ich nicht mehr überlegen, was tun. Dann ist es zu spät. Wenn ich großes Glück habe, aber rettet mich der schnelle, der tolle Reflex. Ich sehe das immer gerne so. Alles, was unbewusst in mir schlummert oder im Unterbewusstsein in mir schlummert, alles, was ich auswendig gelernt habe, das ist eher rückständig. Also das hat noch keine Updates von meinem Verstand. Das, was ich gerade mache, dieses Video besprechen, ist quasi der neueste Stand der Dinge oder ein neues Update.
natürlich sehr unvollkommen, weil ich nicht alle Themen auf einmal behandeln kann. Es ist eigentlich relativ Grundsätzliches, was ich da so jetzt erzähle. Eine Art Einstieg auch in die Frage, wie denkt derjenige, der da gerade redet, wie könnte er denken, falls er selber sich darüber im Klaren ist, wie seine Gedanken entstehen, beziehungsweise wie könnte Denken überhaupt funktionieren. Oder die Frage, wie ist es bei mir? Habe ich ein paar Punkte, die der gar nicht bemerkt? Oder habe ich auch ein paar Punkte, die ich gar nicht bemerke? Wie können wir uns gegenseitig was geben und uns gegenseitig befruchten? Nun sagen also viele Wissenschaftler, wir überschätzen völlig das bewusste Nachdenken, weil nur ein kleiner Prozentsatz des bewussten Nachdenkens überhaupt beteiligt ist bei unseren Entscheidungen. Wenn man nun davon ausgeht, dass es das bewusste Nachdenken ist, was uns selbstbestimmt macht, oder was unsere Entscheidung eine etwas größere Sicherheit gibt, dass wir nicht zu sehr spekulieren, dass wir nicht zu sehr raten, sondern dass wir eher uns durch Argumente wenigstens ein bisschen absichern, auch wenn wir nie alle Argumente haben, die vielleicht nötig werden. Und wenn wir auch die Gewichtung immer noch sehr subjektiv setzen. Das heißt, ein Argument ist uns wichtiger, das für die anderen eher uninteressant ist. Ein anderes Argument, das für den anderen extrem wichtig ist, könnten wir locker unter den Tisch fallen lassen. Das heißt, man geht immer noch davon aus, dass in der Hauptsache die Entscheidungen dieser Welt aus dem Bauch heraus getroffen werden. Und es gibt Glaubensbrüder, die überall die Heilbotschaft verkünden, höre auf dein Herz. Also der Spruch, der ist natürlich schnell widerlegt, weil man sich dann fragen muss, wenn ein Stalker eine Frau verfolgt, macht er das, weil er auf seinen Verstand hört oder eher auf seine Gefühle? Und wenn er es macht, weil er es gefühlsmäßig entscheidet, was ist dann mit ihm los? Und dann kommt man sehr schnell natürlich drauf, auf eine Binsenweisheit. Jeder Mensch hat andere Gefühle. Das heißt, man kann den Umgang mit Gefühlen nicht verallgemeinern. Beispiel, wenn ich feststelle, jemand ist richtig menschenfreundlich sozialisiert, denkt nicht nur an sich, hat auch ein Herz für die anderen. Ja, was soll ich ihm dann noch mehr raten als hör doch auf dein Herz? Insbesondere dann, wenn ich merke, naja, mit der Bildung hat er sich da, er hat sich schon immer auf sein Herz verlassen und deswegen vielleicht absichtlich gezielt auf Bildung verzichtet, wollte sich nicht unnötig durcheinander bringen. Kommt mit seinem Herzen und dem sein Herz fragen ganz gut über die Runden, dann bin ich sehr, sehr vorsichtig, den plötzlich zu verunsichern, indem ich sage, komm Junge, denk auch mal nach. Wenn das einigermaßen passt und das Nachdenken für ihn eher so nicht seine große Sonderbegabung ist oder auch
versäumt hat, zu richtigen Zeiten sich einen Grundstock an Information und Wissen anzueignen, vielleicht auch zu speichern in seinem Gehirn als abrufbare Fakten und Wissen und Grundargumente, ja, dann empfehle ich ihm wirklich, auf sein Herz zu hören. Trotzdem bin ich der Meinung, das ist halt nur eine Notlösung für die, die in Not sind. Das Gleiche gilt ja für Gläubige. Ich lasse ohnehin jedem seinen Glauben, aber problematisch wird das, wenn er auf einen Glauben hereinfällt, der nachweisbar oder leicht erkennbar oder leicht durchschaubar durch Menschen nach ihren Zielen, nach ihren Interessen, nach ihrer Machtgier, nach ihrer Geldgier, nach ihrer Geschäftsidee auf den Kopf gestellt wurden. Und du wirst dann zu ihrem billigen Werkzeug und redest dir ein, du tust es für irgendeinen Gott. Dann wird es bei mir kritisch, aber ansonsten jeder nach seiner Fassung bitte selig werden. Und in diesem Kontext natürlich, aber keine Institutionen, Religion als Privatsache, weil immer dort, das zeigt die Geschichte, immer dort, wo aus einer Religion eine Gemeinschaft gemacht wird, läuft es ganz schnell schief, weil in der Gemeinschaft immer ein paar sind, die ein Geschäft draus machen wollen. Oder sich profilieren wollen, sich als Messias darstellen wollen und dabei Gotteslästern sind, weil sie nicht den nötigen Respekt haben vor dem Glauben, vor der Religion, vor dem Gott, wie immer der auch heißen mag. Der hat ja in jeder Religion sehr oft einen anderen Namen. Also da Vorsicht. Das Thema, auf das ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, ist aber in diesem ganzen Dilemma, wie fahren wir besser? Mit Gefühlen oder mit dem Verstand? Und die Behauptung, die meisten machen es auf jeden Fall mit dem Gefühl, ohne dass jetzt geklärt ist, ob das besser ist. Da kommt zunächst einmal die Frage, weil es ja Menschen gibt, die eben doch rein rational sind, rein vom Verstand her die Sache angehen, sind das die Menschen, die schon ein anderes Gehirn haben. Das heißt, hat die Evolution den Plan, die Leistungsfähigkeit bestimmter Regionen im Gehirn über Jahrhunderte hinweg zu verbessern? Ihr wisst, die Evolution hat viel Zeit. Provokativ könnte man sagen, jetzt muss es sich schicken, bevor die nächste entscheidende Veränderung, der nächste Schritt in der Evolution nicht mehr durchführbar ist, weil die Dummheit bereits dafür gesorgt hat, dass die Menschheit ausstirbt. So ein nächster Schritt in der Evolution, das könnte ich mir vorstellen, man weiß jetzt schon, die Größen von Gehirnen verändern sich. Sogar bei der einzelnen Person im Lauf des Lebens, eventuell je nachdem, mit welcher Region er sich am meisten beschäftigt. Also ich beschäftige mich ohne Ende mit der Ratio. Wäre interessant, jetzt zu wissen, wie groß war mein Gehirn, das Teil, das sich mit dem Verstand beschäftigt. Vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren hat sich da was verändert. Hat mein Gehirn gemerkt, die Ratio wird ziemlich gebraucht, diese Abteilung muss ich vergrößern. So wie vielleicht ein Chef in einem Betrieb sagt, bisher hatten wir in jedem Betrieb so und so viele Personen, jetzt lass uns mal gucken,
ob es da eine Abteilung gibt, wo manche gar nicht gebraucht werden und eine andere Abteilung, wo es zu wenig sind. Ich habe da so diese fixe Idee, an der ich rumbastle, von der ich gar nichts weiß, gar nichts belegen kann, aber die mir viel Spaß macht, dass das Gehirn jetzt dabei ist, nachdem es endlos erst einmal die Abteilung Unterbewusstsein, Unbewusstes, Reflexe, Gefühle, Urängste und so weiter, nachdem es lange Zeit mit der Entwicklung dieser Abteilungen beschäftigt war, dass es jetzt sagt, so, das passt soweit, das macht die meisten Menschen überlebensfähig, jetzt gucken wir mal, was wir als Zugabe noch so bieten können. Nämlich, wir bieten jetzt die Möglichkeit des bewussten Denkens, die ein wenig Zufälligkeit verhindert, Glücksspiel verhindert, Spekulation verhindert, auch verhindert, dass man total abhängig wird von den vererbten Genen und von dem, was man in den ersten Lebensjahren lernt, wo man zwei Dinge weiß. Erstens, das sind die prägendsten. Was man da lernt, kriegt man so schnell nicht wieder raus. Und zweitens, das ist auch die Zeit, wo man das reingedrückt bekommt. Von Eltern, Lehrern, Pfarrern, Freunden, Geschwistern. Ohne dass man so recht gegensteuern kann. Man weiß ja noch nichts. Natürlich kann man gegen alles rebellieren. Aber das kann nach hinten losgehen, wenn man gegen das Falsche rebelliert, weil man eigentlich noch gar nicht selbstbestimmt ist. Noch gar nicht genügend Argumente hat, um eine Entscheidung zu treffen. Man kann ja auch rebellieren, um des Rebellieren willens. Und nicht, weil man erkannt hat, der Vater und die Mutter und der Lehrer, die irren sich mehr oder weniger gewaltig. Die meinen es vielleicht sogar gut, aber für wen? Für das Glück, das sie sich vorstellen oder für das Glück, das sich die Gesellschaft vorstellt, was ja ein ganz anderes Ding ist als mein eigenes? Und. Und an dieser Stelle käme jetzt das, worüber ich eigentlich sprechen wollte, nämlich das große Stichwort Ekel. Du hast die Möglichkeit, dir jetzt den Kopf zu zerbrechen. Was hat das Stichwort Ekel mit all dem, was ich jetzt einführen, quasi als Vorbereitung gesagt habe, als Vorwort, was hat es damit zu tun? Ich mache es ein bisschen leichter, indem ich dir sage, Ekel ist ja ein Gefühl. Und zwar vermutlich eines der ältesten und einflussreichsten Gefühle überhaupt. Das Ur-Ur-Ur-Gefühl der Menschheit und auch vieler Tiere. Also das haben wir schon bei den Lebewesen, bevor wir überhaupt an einen Menschen denken konnten, dass auch Tiere sich vor gewissen Sachen ekeln. Im Zuge der Evolution schnell erklärbar, welche Menschen haben überlebt? Nicht nur die Stärkeren, nicht nur die Cleveren, sondern natürlich auch die, die Ekel empfinden konnten. Das kommt in dieser These vom der Clevere überlebt nicht direkt vor. Das muss man sich erst so über die Hintertür erschließen. Nämlich,
indem man gelernt hat, einen Zusammenhang herzustellen zwischen einem ganz bestimmten Geruch, zwischen einem ganz bestimmten Aussehen und der Tatsache, dass etwas deswegen so aussieht, so eklig nämlich und so eklig riecht, weil es giftig ist, weil es schädlich ist, weil es mich krank macht. Das heißt, es haben rein diejenigen überlebt, die zufällig sich vor Dingen geekelt haben, die entsprechend eklig aussahen oder eklig gerochen haben. Die, die damit kein Problem hatten, die haben das dann gegessen oder zu sich genommen, sind gestorben, konnten sich nicht verwehren und da haben wir wieder das alte System der Evolution, das wir heute eigentlich nicht mehr brauchen, weil wir in der Regel gut informiert sind, was uns gut tut und was uns vergiften könnte. In der Regel. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Ausnahmen und genau da, wo diese Ausnahmen sind, genau da, wo wir entweder nicht informiert sind oder unser Ekel nicht mehr funktioniert, genau da bringen wir uns in Gefahr. Also Ekel neben körperlicher Überlegenheit und Stärke, neben rechtzeitig Angst haben vor Fremdartigkeit, und Fremdartigkeit hat ja auch immer sofort was mit Ekel oder mit sympathischem Gefühl, mit angenehmem Gefühl zu tun. Da machen wir sofort immer erstmal ganz unbewusst im Unterbewusstsein eine Unterscheidung. Und die sitzt erstmal. Der erste Eindruck, ja, das ist eine angenehme Erscheinung und das ist eine Erscheinung, die eher, ja, ich will nicht gleich sagen ekel, aber halt nicht so angenehm, eher unangenehm, abstoßend, wie auch immer. Also Ekel ist neben der Urangst vor dem Fremden vielleicht sogar noch etwas Älteres. Oder vielleicht sogar gleichwertig. Oder vielleicht einfach mit Ängsten kann man das Problem lösen, um zu überleben. Und mit Ekel kann man das Problem lösen, um zu überleben, wenn man keine Informationen hat oder keine Zeit hat, sich Informationen zu holen. Daher das ganz große Thema Ekel. Und ich hoffe, ich habe es noch in meinem Kopf, wenn ich das nächste Video mache. Denn es wird so sein, ich werde dieses Video auf YouTube mit der Überschrift Ekel fertig, Folge 1, auf YouTube stellen. Kanal Wilfried Liebe und dann Suchwort Ekel, Folge 1. Und wenn alles klappt, wird es dann ein zweites Video geben. Kanal Wilfried Liebe. Suchwort Ekel Folge 2. So, und wer sich gerne mal ekeln möchte, so richtig, um zu sehen, wie gut der Ekel funktioniert, der schaue sich dieses Gesicht an, ekle sich und dann weiß er aus dem Urinstinkt heraus, diesem Menschen solltest du nicht trauen, dem solltest du besser aus dem Weg gehen. Der ist reichlich unangenehm, dem fehlt jeder sympathische Aspekt, der nervt. Tschüss.